Parmenides wurde um 540 vor Christi geboren und stammte aus einer wohlhabenden, angesehenen Familie im italienischen Eleia. Er war politisch aktiv und soll seiner Vaterstadt einige Gesetze gegeben haben. Wahrscheinlich wurde er von dem Pythagoreer Amenias zu philosophischen Studien angeregt. Parmenides wird zumeist als Gegenpol zu Heraklit genannt. Beide eint die gemeinsame Ansicht, dass die Welt eines sei. In unserem Modell zeigt uns dieses die Kugel des Seins. In der Bestimmung des einen Seins geht Parmenides aber in der Tat einen gegensätzlichen Weg. Während Heraklit das Sein in seinen Gegensätzen und darum in ständiger Bewegung sieht, gibt es für Parmenides nur das Sein. Das Nichtsein als dessen Gegenteil ist unmöglich. Nach ihm gibt es keinen leeren Raum, kein Vakuum. Parmenides unterscheidet zwischen Sein und Erscheinung. Das Sein ist nur durch den Verstand erkennbar. Die Wahrnehmung ist unzuverlässig und die Sinne können sich täuschen. Das Sein ist ewig, grenzenlos, unteilbar, ruhend, überall gleich, ohne Anfang und ohne Ende. Es ist identisch mit dem Denken und allein wirklich. Dem sinnlich Erkannten haftet hingegen die Scheinbarkeit an. Wenn wir in unserem Modell die Spiegelbilder über der Ebene von halbhohem Winkel aus betrachten, scheinen sie wirklich zu existieren. Das Gestein steht für die Eigenschaft, in Teilen zu sein. Die Frucht symbolisiert Werden und Vergehen. Das Tier verkörpert die Bewegung. Unsere Hand aber greift ins Leere und entpuppt sie als Täuschung. Das wahre Sein dagegen ist ungeteilt, ewig bestehend und ohne Veränderung. Parmenides schrieb sein in Hexametern verfasstes Lehrgedicht kurz nach 500 vor Christi. Teile von ihm sind uns erhalten geblieben, darunter erfreulicherweise die vollständige Einleitung. Er hat an astronomischen, psychologischen und biologischen Fragen gearbeitet. Die größte Beständigkeit unter seinen Erkenntnissen verzeichnet jedoch seine Seinslehre, mit der im Allgemeinen auch sein Name verbunden wird. Parmenides starb um 470 vor Christi.